Ja, und hallo und willkommen hier zurück bei ArcheAge, dem Wolfsspiel. Kind der Wolfsjungen. Ja, im letzten Teil hatten wir hier Wolfi dazu bekommen, als kleinen Kampfesbegleiter. Wir haben auch schon die ersten Goblins mit ihm gekillt. Haben der Hirtin Juna somit geholfen und werden sie nochmal besprechen, ansprechen, na wie auch immer. Du hast es geschafft. Vielleicht werden sich diese kleinen Diebe jetzt von meinem Feld fernhalten. Danke, mein Freund. Du hast dir die Bezahlung verdient. Was bekommen wir denn? Morgentau für Abenteurer. Was macht denn der? Stellt sofort so und so viel Mana wieder her. Und zusätzlich noch eine doppelte Anzahl für 10 Sekunden. Worauf Sie es auch abgesehen haben, diese Goblin-Angriffe sind eindeutig zu viel für unsere Stadt. Wir müssen so schnell wie möglich die Marianopla-Wache alarmieren. Und dann bekommen wir nochmal davon. Was? Mein Gott, wo sollen wir denn mit der Masse hin? Wolfi, kommst du hinterher? Da ist Wolfi. Wolfi? Besser. Gut. Waren wir überall drinnen gewesen? Ich glaube ja, aber ich möchte noch eigentlich nochmal gucken hier. Weil da oben sowas ist. Nicht, dass uns da oben eventuell noch eine Errungenschaft durch die Flöten geht. Falls sie überhaupt geht. Man kommt hier gar nicht oben aufs Dach. Hallo Wolfi. Ich dachte, man könnte hier so schön noch aufs Dach steigen. Sah jedenfalls so aus, aber Pustekuchen. Hier ist gar nichts. Einziger Ausgang ist hier. Wir gucken mal, wo ist Wolf? Wie schnell ist denn der hier runtergekommen? Der hier ist ja irgendwie merkwürdig, wa? Gut. Also wir scheinen ja demzufolge alles hier gemacht zu haben, erledigt zu haben. Was haben wir hier noch drin? Guten Tag, Frau Gastwirtin. Haben wir hier noch was zu erledigen? Nein, eigentlich nicht. Eine Kiste. Ah! Nein. Pustekuchen. Nein, wenn ich F drücke, kommt er wieder nur zur Kiste. Ich komme nicht. Hier ist noch eine Kiste. Noch eine Kiste? Viele schöne Kisten. Helfen uns, aber nicht weiter. Bringen uns auch nichts. Gut, nachdem wir jetzt total verwirrt sind, können wir wieder das Haus verlassen. Hoppi! Wolfi ist auch da. Okay, dann können wir jetzt also... Ach, wir wollten ja noch gegenüber gehen, genau. Wir wollten ja noch nach gegenüber. Hier drüben war noch das Wohngebiet. Das wollte ich mir noch zu Gemüte führen. Wolfi kämpft da unten. Wolfi, hau ab. Wolfi. Wolfi. Ich habe jetzt einen Fehler gemacht. Es kann sein, dass Wolfi jetzt ein wenig... Wolfi ist nicht mehr da. Gut, okay. War zum Glück weit weg. Sodass es Wolfi nicht mehr getroffen hat. Ah, genossen. Nee, hatte ich auch die anderen Quests gemacht. Mit den Dingen, die geklaut wurden. Kann man eigentlich Wolfi und den Cube zusammenholen? Nein, es geht nur eins. Okay. Nehmen wir jetzt mal Wolfi. Wolfi kann ja hier etwas hochleveln. Wenn wir hier beim Catchen sind. Katschi, katschi. Oh, Wolfi, mach mit, genau. Was ist das für ein Zeichen hier, hä? Schwur der Fesseln. Der weiße Wolfshund hat den Schwur der Fesseln abgelegt, um als Begleiter seine Vernichtung zu entgehen. Der weiße Wolfshund verfügt als Begleiter über folgende Fähigkeiten, erhöht die maximale Gesundheit um plus 15. Okay.
Das ist unfair hier, dass hier alle auf die Wölfe geht. Das ist mein Wolf hier in Ruhe. Die spawnen aber sehr schnell hier. Ich glaube, da müssen wir uns etwas... Sie sind doch nur Level 20, also... Wir sind zum Glück nicht so hochlevelig. Kommen wir hier rein? Nein. Hier ist nichts von wegen. Entrance for all. Oh, wir haben sogar eine Brücke nach drüben. Das ist schön. Fischerin Jaya. War da drüben eh da einer mit der Flagge? Was ist denn das da drüben bitte? Kanal Fleckenschleim. Hört sich auch gut an. Komm, Wolfi, wir gehen mal rüber. Wir gucken uns das hier mal an. Einmal zur anderen Seite. Kanalfleckenschein hat Level 27. Der ist natürlich schon relativ hoch, muss ich sagen. Ne? Der hat schon ein bisschen Saft dahinter, muss ich mal sagen. So. Ja, der ist schon etwas... Unbekannte Paladin-Waffe erworben. Das ist schön. Kann man hier was pflücken? Tatsache. Was gibt's denn hier? Iris! Bringt das was? Ich weiß es nicht. Oh. Eine Diebin. Auch Level 27. Ist aber gewaltig hier, wa? Mittlerweile. Wir müssen mal schön hier rumhämmern. Aber zum Glück gibt es da so einiges. Nun ist ja gut jetzt hier. Oh, ist ja Wahnsinn. Na! Danke. Wahnsinn, was hier ist. Nee, also langsam wollen wir nicht mehr. Ich dachte, das ist hier eine Wohnsiedlung, also ein Wohngebiet, aber das ist feines Land. Wolfi, hau ab. Und ich schwöre auch ab hier. Hehe. Bin davon ausgegangen, dass das alles Freunde sind. Das da war wohl ein Satz mit X. Das war wohl nix. Der rennt hier rum. Och Mensch, was machst du denn hier? So. Einmal kurz Flächenschaden. War jetzt gerade das Einfachste. So, Wolfi, gut. Nachdem wir also hier den Ausflug in ein feines Gebiet sozusagen gemacht haben. Oh, Level 25. Ich bin ja auch eine müde Backe. Dann sind wir ja doch wieder ganz schön anstrengend, möchte ich sagen. Also mittlerweile 8 und 9, die beiden Flächenschaden-Dinger, die fallen mir immer besser. Man muss nur wissen, wie man es einsetzt. Das war mir bis dato immer nicht so geläufig. Aber ich sehe, es klappt ganz gut. Ich wundere gerade, dass hier gar keine Beschützer sind. Für Marian Opel. Wo ist denn die Frau, die hier vorne war? Ach, da ist er. Zaltan. Da vorne ist Zaltan. Gut. Oh, ich habe keinen Mana mehr. Stell ich halt Mana wieder her. Kann ich wieder etwas rennen. Nicht so viel allerdings, wa? Naja, was soll's. Oh. Ein Blümchen am Straßenrand. Können wir aber nicht pflücken. Ich glaube, Marian Opel brauchen wir unseren Begleiter nicht. Von daher lassen wir mal Wolfi verschwinden. Links und rechts haben wir schon alles... erkundet. Warum sind denn hier Treppen?
das ein Hund? Ich wäre nicht mal annähernd auf die Idee gekommen, hier runter zu gehen im Normalfall. Oder sind hier einfach nur Treppen drunter, dass, falls man runterfällt, man wieder hochkommt? Ich glaube ja. Mehr Funktionen scheinen hier nicht zu sein. Gut, machen wir es halt so. Dann wollen wir mal an die unsere ersten... Oh, da ist was, dort ist was, hier ist was. Gehen wir erstmal an die Tafel. Ein rastloser Geist sucht unsere schöne Stadt heim. Wenn du den Mut hast, ihn zur Ruhe zu bringen, such mich am Theater von Marianne Opel im Stadtzentrum auf. Jaidan, Theaterschauspieler. Ja, zwei Silberlinge nehmen wir an. Dann haben wir noch hier den Stallknecht Rigan. Was möchte er von uns? Du da, du zählst dich doch auch zu den Abenteuertypen, nicht wahr? Kämpfst du, um das Volk von Nuria zu schützen? Jawohl. Wahre Ungerechtigkeit herrscht jedoch genau hier in Marianopel. Die mächtigsten Familien der Stadt zermalmen das gemeine Volk am Boden und setzen bei ihren richtigen Streitereien unser Leben aufs Spiel. Wenn du Beweise brauchst, sieh dir nur mal den Armengrat an. Und dann geh, sprich mit Henry Whitewind im Landhaus Whitewind. Halte die Unterdrückung in Marianopel auf. Ja, mit Sicherheit doch. Welche Unterdrückung? Welche, wo, wie, was? Und wir bei Hauptmann Bruce von Westor geben wir eine Quest ab. Morgenrot wird angegriffen. Das ging schnell. Ich meine, du bist schnell hergekommen. Danke, dass du die Nachricht so schnell gebracht hast. Ach, das stimmt ja. Wir kriegen wieder ein wenig Morgentau. Und dann kriegen wir das nächste in grün. Was macht grün? Regeneriert sofort so und so viel Gesundheit. Das ist schön. Du hast gute Arbeit geleistet. Ich werde sicherstellen, dass die Dinge im Morgenrot sofort geklärt werden. Könntest du diese Truhe bei Hauptmann Kilian vom Südtor abliefern, während ich das tue? Sag ihm einfach, er soll dabei bleiben, da bleiben und sich um sein Tor kümmern. Er wird verstehen, was das heißt, wenn er den Inhalt sieht. Mhm. Westtor, Südtor. Südtor, ach, da unten ist die 4. Okay. Gut, das haben wir dann auch gemacht. Und da hinten steht ein Hund. Ja, Marianne Opel ist ja nun natürlich in dem Sinne auch so groß, dass ich hier wahrscheinlich überall irgendwelche kleinen Aufgaben rumtreiben könnten. Beziehungsweise wir hier... Ja, keine Ahnung, was wir jetzt hier machen sollen. Wir gehen mal einfach in die Mitte. Wir werden mal in die Mitte gehen und mal gucken. Ja, da wird sogar was gebaut. Hier ist noch ein Briefkasten. Eventuell haben wir hier... Ach, Auktionator. Drei Stück an der Zahl. Das ist interessant. Haben wir was zu auktionieren? Ich glaube nicht. Ah, da eine Brieftaube, noch eine Brieftaube. Oh. Tag der Brieftauben hier. Da geht's hoch. Hier geht's lang. Also, hier ist überall was. Also hier ist, ja, ist ja in dem Sinne auch unser Fraktionszentrale, glaube ich. Von daher. Oh Gott, was haben wir hier halt drin? Steinziegel, dies und jenes. Ach, wir haben ja noch übrigens noch ein Fohlen drin. Ach, hier, noch ein Tier. Gut. Das die du. Marianne Opel, ich komme. Da geht's lang. Also ich überlege mir, ob ich hier mal alleine durch die Gegend süße und euch nur an den sozusagen interessanten Sachen... Wow. Ist doch mal beeindruckend, oder? Mit dem Häuschen in der Mitte? Fotoknips. Fotokina.
Je, ob ich euch, wie gesagt, ich mal ein wenig im Offscreen, sag mal, hier langlaufe überall und euch denn teilhabe, wenn wirklich was Interessantes geschieht. Aber als erstes haben wir die Archäologe. Als die ersten Gerüchte über die Geisterschiffe aufkamen, wollte ich sie nicht glauben, so wie viele andere. Aber die meisten Leute vergessen, dass in allen Mythen und Legenden immer auch ein Körnchen Wahrheit steckt. Als Aurora am Krieg zu versinken drohte, warnte die Göttin Nui seine Bürger und führte sie in das Land, das wir heute Nui Marie nennen. Sie durften aber nur das nötige Hab und Gut mitnehmen. Sie versprach, alle vor dem Untergang ihres Heimatlandes zu schützen. Sie wollte ein Portal öffnen, durch das die Leute zu den südlichen Kontinenten fliehen konnten. Einen Monat lang zogen Tausende von Menschen nach Nui Marie, oft nur mit den Kleidern, die sie am Leib trugen, so wie die Göttin Nui es verlangt hatte. Aber nicht alle vertrauten den Worten der Göttin. Einige folgten lieber der eigenen Geldgier als ihrem Rat. Sie füllten hunderte von Schiffe mit Gold und Reichtum und stachen in Richtung der südlichen Kontinente in See. Aber als Aurora unterging, tobten riesige Flutwellen über die Ozeane und alle Schiffe sanken. All jenen, die an Bord starben, wurde der Zutritt zum Jenseits verwehrt, weil sie Nuis Gebote vorsätzlich missachtet hatten. Ihre Geister wurden in die eisigen, dunklen Tiefen verbannt. Und nun, Jahrhunderte später, graben immer mehr Abenteurer diese alten Schätze aus. Aber für jedes einzelne Stück, das sie an die Oberfläche gelangt, verfällt ein Geist in unbändige Raserei. Ihr Hass und ihr Neid auf die Lebenden hat ihnen Form verliehen. Und jetzt machen reale Geisterschiffe die Gewässer unsicher und greifen jeden an, der sich nähert. Auf See wird es immer gefährlicher. Normale Leute wie ich haben gegen ein Geisterschiff nicht die geringste Chance. Ich bitte dich, gewähre diesen Geistern ihren Frieden. Sollte das einfach mal eine Aufgabe sein auf Wasser? Ich fahre da so gut mit Schiffen. Ich gar nicht. Die Geister auf den Delfinat-Geisterschiffen gehören zu den gierigsten und gefährlichsten Erscheinungen in ganz Erenoa. Aber auch sie verdienen ewige Ruhe. Gib ihm bitte ihren Frieden. Okay. Und wir haben hier noch was vom Weltentorführer. Ein mächtig, prächtig geschickter Heldentyp du mir zu sein scheinst. Stattliche Erscheinungen wie dich, der Nebelmarkt Schlachtenerwerber dringend braucht, sehr wichtig die Sache sein muss. Okay, das heißt. Auf Wache mit Anwerber, ne, sprechen. Gut. Ach, mit dem sollten wir sprechen, damit wir mit dem hier hinten sprechen können. Okay, auch machen wir auch. Ehrenpunktsammler, Gildenverwalter, Gladiatorenanwerber. Also wir haben hier eine Menge zu tun. Oh, wir sind hier. Battlecat hier, ne? Das ist Battlecat im Feinsten. Na, aber so was von. Purpurwache, Anwerber der Nebelmarktschlacht. Oh, wer bist du denn? Seine Firan. Hat dich ein Daru geschickt? Ich weiß nie so genau, ob sie überhaupt verstehen, was ich sage. Die Purpurarmee sammelte sich in der Nebelmark, genau wie vor dem Exodus aus Auroria. Antalon bereitete seine Rückkehr fort. Heißt? Sprich mit Purpurwache Olzwar. Zeig das hier auf der Karte. Zeigt er mir gar nicht an, wahrscheinlich, weil es so weit weg ist. Achso, kann man an ausschalten, kann man das. Achso, ach, das ist die 7. Das soll, ist nicht weit weg, das soll eine 7 darstellen. Wo ist denn die 7? Hey, auf der Karte sind leider nicht die Ziele drauf. Na gut. Aber auf jeden Fall weit weg. Man sieht es ja, das Ziel ist sehr weit entfernt. Eventuell kommt man dahin, wenn man durch das Weltentor reist. Ich schätze mal schon. Aber weiß nicht, ob wir das machen sollten. Da hinten haben wir noch eine Aufgabe. Wir nehmen mal pauschal erstmal alle Aufgaben hier von dem Platz an. Ich würde sagen, da haben wir doch schon eine Menge. Hier ist nochmal ein Vogel. Haben wir doch schon eine Menge, was wir zu tun haben hier. Oh, all dieser Müll. Wie soll man denn ein Gasthaus ordentlich führen, wenn überall dieser Müll herumliegt?
Das ist alles nur die Schuld dieses Stümpers Tefars. Er soll schließlich den Müll aufsammeln, der unsere Straßen verschandelt. Dabei lässt er mehr fallen, als er aufhebt. Würdest du dem Müllsammler Tefars folgen und den Müll aufheben, den er zurücklässt? Ich werde dir das Doppelte von seinem Lohn zahlen, wenn das bedeutet, dass der Platz endlich sauber wird. Ja. Jetzt sind wir auch noch die städtische Müllabfuhr hier. Auch in Ordnung. Gut, aber nichtsdestotrotz, flupp, klappt das? Tatsache, das klappt. Wir bleiben mal hier drauf stehen. Flupp, schade. das ist bestimmt ein schönes Bild. Das ist bestimmt ein schönes Bild zum Abschluss, oder? So, so und nach oben. Hervorragend. Na, das ist doch was, oder? So, da oben sind noch die Turmspitzen. Die nehmen wir auch mit dazu. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich bei euch fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wir werden im Marian Opel wahrscheinlich hier eine etwas längere Zeit verbringen, abgesehen von der Anzahl der Aufgaben. Uns hier ein bisschen umgucken. Um na, auch selbst die Stadt hier etwas mehr kennenzulernen, weil spätestens wenn wir etwas durch sind, werden wir uns wahrscheinlich immer wieder hier zurück. Werden wir wahrscheinlich immer wieder zurückkommen, weil hier ja anscheinend unser zentraler Anlaufpunkt ist. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!